Heute wieder mal eine unplanmäßige, aber äußerst notwendige Runde, bei der ich auch eigentlich nicht wirklich was zu erzählen habe, aber trotzdem ein bisschen Text. Falls es euch trotzdem interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu meiner ersten Runde in 2018 und damit auch nochmal ein frohes neues Jahr an euch alle und ein hoffentlich unfallfreies Jahr mit schönen Touren und schönen Kilometern. Ja, und ich musste heute auch unbedingt mal wieder eine Runde Yoga machen mit Klangschalentherapie. Es war sowas von nötig. Unglaublich. Ich habe ja schon fast angefangen, hier das Zittern zu kriegen, weil ich so langsam auf Entzug geraten bin. Und auch die Ersatzdroge, ein bisschen Ride 2 auf der PS4 zu spielen, hat nicht wirklich was gebracht. Zumal ich es da auch nicht wirklich im Griff habe. Ich meine, ich kriege ja hier schon in den Videos immer mal wieder gesagt, dass ich eine beschissene Linie fahre. Aber das, was ich auf der PS4 da, beim Ride 2, auf die Reihe kriege, das ist ja ganz fürchterbar. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin so langsam zu alt für so einen Scheiß. Aber wie gesagt, hier Moped fahren, das musste jetzt erstmal wieder sein. Wir hatten ja jetzt da so ewige Wochen wirklich einfach nur grau. Ich weiß gar nicht, wann ich, abgesehen von heute, das letzte Mal die Sonne wirklich gesehen habe. Sowas von deprimierend und nur Regen und lalala Wetter. Und gestern hat ja die Sonne so leichte Zucker schon gezeigt, da dachte ich ja schon, aber nein, wollte ich noch nicht, aber heute gab es bei mir dann kein Halten mehr. Und da ich normalerweise, wenn ich von der Arbeit komme, ist es schon dunkel, deswegen habe ich heute mal meinem Chef gesagt, ich mache eine verlängerte Mittagspause und hänge das dann abends dran. Und jetzt ist erstmal hier einfach nur mal wieder das Geplubber unter mir hören. Sonderlich Gas geben braucht man bei dem Wetter sowieso nicht. Alles kalt, die Diva tut sich auch sehr schwer auf Temperatur zu kommen. Von daher einfach nur locker flockig ein bisschen durch die Gegend rollen. Ja, aber wie gesagt, so ein bisschen Text habe ich ja doch das eine oder andere erzählen. Ich wollte ja mit der Diva dieses Mal nicht durch Salz fahren und habe mich auch echt gut dran gehalten, aber heute gab es wie gesagt kein Halten mehr. Und ich habe aber ein relativ gutes Gewissen, muss ich sagen. Weil es hat ja die letzten paar Wochen wirklich nur geschifft. Also von daher dürfte eigentlich nicht so viel Salz noch auf der Straße sein. Das müsste zum Aushalten sein. Das sollte eigentlich alles weggewaschen worden sein jetzt von dem ganzen Regen. Und es war schon verrückt. Es hat ja nur 2-3 Mal wirklich geschneit. Ich meine da recht ordentlich eigentlich, also für heutige Verhältnisse zumindest, aber da wurde ja gleich Salz gestreut wie bekloppt. Irrsinn, echt. Naja, whatever. Heute passt's mal und die Lücke muss ich auf jeden Fall ausnutzen, um mal wieder ein bisschen hier umzumachen. Ach, und das Geblubber. Hört's da, hört mal. Einfach schön. Herrlich. Ansonsten bin ich ja noch nach wie vor eigentlich mit meinem Winterprogramm beschäftigt und das hier, auch wenn ich es jetzt durchnummerieren werde, ist ja eigentlich nicht wirklich eine richtige Folge. Einfach nur mal so ein kleines Update im neuen Jahr und auch mal wieder richtige Bilder, frische Bilder vom Moped fahren. Ich glaube, morgen oder übermorgen geht es schon gleich mit der nächsten Winterfolge weiter, Winterprogramm. Seid gespannt.
ich zeige euch ein Moped, was es eigentlich gar nicht gibt. Ist, glaube ich, ein bisschen hochtrabend, aber ich muss ja irgendwo ein bisschen hier euch die Nase lang machen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es dieses Jahr noch so klappt. Die ersten Spinnereien hat man schon wieder im Kopf, die ersten Termine. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, so meine Liste mit Probefahrten hat sich auch schon gut gefüllt. Da wird wieder einiges dabei sein. Ich hoffe, sorry, ich hoffe ja, dass ich das dieses Jahr mal ein bisschen besser in den Griff kriege, dass ich mal vorher auch wirklich bei den Anruf und Nachfrage, wann sie denn was da haben, damit ich nicht wieder so oft leer ausgehe. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, das sind dieses Jahr echt interessante Sachen dabei. Und ihr dürft gespannt sein. Ich werde dann auch ein bisschen mal gucken, ob ich an meinen Bewertungen ein bisschen was rumschrauben muss. Aber dazu dann mehr, wenn es wirklich losgeht. Ja, kleines Zwischenupdate auch auf meine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich hatte ja in meinem Jahresrückblick, ich verlinke ihn gerade hier oben nochmal, so angedeutet, was ich in Sachen Sprechen besser machen will. Aber das sieht ja echt düster aus. Also ich habe jetzt hier in dem Video allein schon wieder gemerkt, dass ich zigmal meine üblichen Phrasen verwende. Also ob das was wird, ich weiß nicht. Und ich will halt auch nicht zu viel Krips darauf verschwenden, zu achten, was ich sage. Weil ich muss ja auch noch ein bisschen auf die Gasse gucken dabei. Von daher, na, mal schauen. Wir werden am Ende des Jahres darüber urteilen, ob es was gebracht hat, ob ich vorangekommen bin. Ich nehme euch jetzt natürlich im Moment auf eine recht langweilige Strecke mit. Ich will auf dem Weg wenigstens gleich noch was erledigen, deswegen muss ich hier mal öde durch die Stadt rollen. Aber muss halt auch mal sein. Oh, nächste Woche liegt dann auch endlich mein Desmo-Service an. Also, anlegen tut er schon länger. Termin wurde noch 2-3 Mal verschoben. Jetzt habe ich einen, wie gesagt, nächste Woche. Und ich hatte ja versprochen, ich will euch mit hinnehmen. Da wird es dann also auch ein Video drüber geben. Ich hoffe, es klappt so, wie ich mir das vorstelle. Sollte aber, glaube ich, recht interessant werden. Bei so einem Wetter, beziehungsweise eigentlich bei so einer Jahreszeit, bin ich natürlich nicht auf meinen üblichen Jagdgebieten unterwegs, auf den schönen kleinen Gässchen, wo man möglichst wenig mit Verkehr zu tun hat, sondern da halte ich mich dann doch mal an die breiten und mehr befahrenen Straßen, weil hier ist man dann doch ein bisschen besser aufgehoben, weil es ja nicht so feucht ist, nicht so viel Laub rumliegt, was natürlich bei der Witterung ziemlich übel ist, vor allen Dingen so wie der Winter bisher war, eher matschig. Und wir wollen uns ja nicht gleich hier bei der ersten Fahrt im Jahr erstmal lang machen. Und hier auf den dicken Straßen, auch wenn man mehr mit Verkehr zu tun hat, wobei ich im Moment halt noch ziemlich Glück habe, weil ich ja zu einer Uhrzeit unterwegs bin, wo die meisten noch am Arbeiten sind, geht hier. Aber da hat man halt eher durch die vielen Autos, die langfahren, ist die Strecke auch frühzeitig trocken geblasen. Wobei es heute ja so oder so ziemlich gut aussieht. Also gut sieht sowieso aus. Sonne, trocken, das reicht mir normalerweise, dass ich mal fahren kann. Und wie schon erwähnt, Salz ist hoffentlich auch nur minimal noch auf der Straße, so wie es geregnet hat in letzter Zeit. Das sollte eigentlich recht gut aussehen. Ah, guck mal dahin. Herrlich, oder? Jetzt muss es nur noch ein bisschen wärmer werden. Wie gesagt, das Thermometer 6 Grad. Aber ich muss sagen, die Klamotten funktionieren recht gut. Ach so, by the way,
bei der Jahreszeit und so. Bei der Jahreszeit habe ich also auch meinen Leuchtkeks mal an. Das mache ich eigentlich schon. Ich reiß mich ja normalerweise auch nicht drum, das Ding anzuziehen, aber so immer Frühjahr, Herbst, vorrangig so außerhalb der Motorradsaison, mache ich das schon, wenn die Autofahrer nicht mehr so einmal auf dem Schirm haben. Da renne ich dann auch schon mal freiwillig hier als Leuchtkeks durch die Gegend. Kann ich schaden. Ja, und das soll es dann auch für heute mal gewesen sein. Meine Klangschalentherapie hat schon ihren Dienst getan. Einfach besser. Und ich will natürlich noch mal jetzt dieses Jahr vermehrt darauf hinweisen, wer es noch nicht gemacht hat, denkt dran, Kanal abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh. Und ihr bleibt sozusagen am Ball. Wobei, durch die Änderungen in YouTube müsst ihr immer noch selber nachgucken, ob es denn auch was Neues bei euren Abos gibt. Und wer sogar richtig darauf hingewiesen werden will, wenn bei mir irgendwas Neues auftaucht, dann müsst ihr auch noch dieses kleine Glöckchen da einmal drücken. Und ich glaube sogar noch auswählen immer oder sowas. Dann kriegt ihr auch wirklich eine Benachrichtigung, wenn es hier irgendwas Neues gibt. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.